kommen bei Zepto 3D-Druck. Ja, es geht weiter mit der CNC. Ja, in letzter Zeit habe ich das ein bisschen vernachlässigt, hatte einfach keine Zeit, auch wetterbedingt und Krankheit und ja, bipapo, jeder kennt das. Es ist gerade so eine blöde Zeit mit Viren und so. Ja, meine Tochter war die ganze Zeit krank und ja. Daher hatte ich auch allgemein überhaupt keine Zeit, großartig was zu machen, aber die letzten Tage habe ich schon ein bisschen mich ins Zeug gelegt und habe die CNC wirklich, also unglaublicherweise schon, ich würde sagen, fertig gebaut, dass sie zumindest, dass sich die Achsen bewegen, und den Schaltschrank habe ich komplett aufgebaut. Ich habe gar nicht gedacht, dass der Schaltschrank so aufwendig sein wird, aber es funktioniert und ich bin echt recht happy, mit wenig Wissen da reingegangen, und trotzdem funktioniert das. Ja, wie ihr vorhin kurz gesehen habt, nach dem Intro kam so eine kurze Bewegungsablauf von der CNC. Da habe ich Zepto CNC Teil 4 mit dem Stift mal einfach simuliert, damit ihr das sehen könnt, dass die CNC wirklich schon verfährt. Ja, wie ist der Ablauf von dem Video heute? Also ich möchte wie immer natürlich mal kurz machen, aber es wird immer ewig lang. Also ich erzähle ein bisschen so über die Updates, dann gucken wir uns die Cut-Zeichnung an, dann gehen wir kurz zur CNC-Fräse und lassen das am besten nochmal ablaufen, und dabei kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ja, also im Moment ist so, bei der CNC ist alles hier vor Ort. Ich habe auch schon alles gekauft, nur die Spindel wurde noch nicht ausgeliefert, die war nicht lagernd, auf die muss ich warten. Die haben den Frequenzumrichter für die Spindel ausgeliefert und die Wasserpumpe. Ich weiß nicht, ob ich diese Wasserpumpe hier nehmen werde. Jetzt durch Zufall habe ich letztens mit meinem Vater telefoniert, der hat so eine Wasserkühlung Tower für den Computer. Die schaue ich mir jetzt am kommenden Wochenende an. Wenn das mir gefällt, dann werde ich das nehmen, und das brauche ich dann wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe eine 3 kW Spindel gekauft, ist eine China Spindel, wassergekühlt, 24.000 Umdrehungen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon alles brauche, daher wird sich das alles erst in Zukunft zeigen, wenn es läuft. Wie ihr gesehen habt, habe ich einfach so einen Stiftehalter mal gedruckt mit dem Drucker, damit ich ein bisschen testen kann, wie sich die Achsen so verfahren und verhalten. Und wenn die Spindel kommt, würde ich natürlich gerne mal die Maschine ausrichten. Aber das passiert dann in den nächsten Wochen, und dazu gibt es bestimmt noch Updates von meiner Seite. Ja, die Schaltung habe ich jetzt komplett, also den Schaltschrank habe ich, soweit es geht, fast fertig. Ein Kabelbaum, der zur Z-Achse, also zum Motor und so führt, habe ich schon reingelegt, aber es ist noch kein Geflecht drumherum, also so ein Sleeve ist noch nicht drumherum, das habe ich bestellt, ist noch nicht da, aber das gucken wir uns so sondern in einem weiteren Video an, wie ich den Schaltschrank aufgebaut habe, da gehen wir auf jeden Fall auf die Details drauf ein. Ich bin auf jeden Fall recht happy, dass sich die CNC schon bewegt und es tut sich ein bisschen was. Und eine der ganz großen Updates oder Veränderungen, die ich jetzt vorgenommen habe, ist so, dass ich mich im Moment nicht für E-Ding CNC entschieden habe, und zwar aus Kostengründen. Ich müsste jetzt einfach mal 5, 6, eventuell sogar 7 Euro liegen lassen. Da habe ich gedacht, fängst mal mit Astelcam klein an, ein bisschen üben und so, und dann am Ende, wenn ich dann wirklich das brauche, E-Ding CNC, werde ich das updaten, und dann kommt das dann halt einfach on top. Also ich habe Astelcam geholt, da kostet ja die Lizenz 50 Euro, das ist eigentlich recht okay, und das Board kostet nochmal 50 Euro, da kann man echt nicht meckern, also man zahlt im Gesamtpaket 100 Euro, das ist ein super Paket, und ich muss sagen, es ist sehr einsteigerfreundlich, man muss nicht viele Kenntnisse haben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe den Notaus, was ich an die CNC gebaut habe, schon bestimmt schon 20 Mal genutzt, das kann ich euch sagen. Also ihr müsst immer gucken, wenn ihr irgendwas macht, dass ihr irgendwie in der Nähe von dem Schalter seid oder irgendwie es stoppen könnt. Ja, weil man lernt halt aus Fehlern, und manche Achsen und Verfahrrichtungen kennt man halt einfach nicht auf Anhieb. Aber nichtsdestotrotz, wie man sieht, funktionieren schon die ersten Sachen so eigentlich ganz gut, reibungslos. Ich würde sagen, wir wechseln mal jetzt zur Cut und gucken uns mal an, was sich so alles getan hat. Im Vergleich zu der alten Katze oder in dem alten Zustand, wo die CNC war. So,
Ja, hier ist jetzt alles so ein bisschen farbig. Man sieht den Tisch, den brauchen wir jetzt nicht. Den blende ich mal kurz aus. So. Und aus diesem Farbmodus gehen wir auch raus. Falls das jemand mal braucht, das ist dann sehr gut, wenn man viele Komponenten erstellt hat und man hat keine Lust, alles irgendwie Material zuzuweisen oder farbig zu machen, dann kann man das hier aktivieren. Dann weiß man, welche Komponente wo ist und was voneinander getrennt ist und so. Also es ist ein cooles Feature auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir uns mal die CNC so jetzt mal von der Seite an. Also die CNC ist wirklich genauso schon fertig, also auf diesem Level ist das Ding schon, außer die Spindel. Ne? Die Spindel ist etwas größer, die 3 kW China Spindel hat einen 100er Durchmesser. Das muss ich noch abändern, aber ich warte noch auf die Spindel, erst wenn die da ist, werde ich diesen Update machen. Ich habe auch ein paar Änderungen gemacht. Es war auch gut, dass mich jemand auf YouTube darauf angesprochen hat. Ich hatte die Füße direkt hier in diese MDF-Platte reingeschraubt, aber der Nachteil war, die haben sich dann immer verstellt. Und nichtsdestotrotz, dann habe ich einfach mir hier so Aluplatten im Internet geholt, die habe ich wirklich zugesägt geholt, keine Ahnung, ich glaube 12 Euro haben die 4 Stück gekostet, 70 mal 20 war das, glaube ich, genau. Und hier sind es dann auch 40, so wie die MDF-Platte. Habe ich dann Gewinde reingeschnitten und die Füße dann fixiert. Also es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Es hat sich gelohnt allein, also diese 12 Euro sind Gold wert, das kann ich nur sagen. Hat sich auf jeden Fall rentiert für mich. Was jetzt noch an der CNC dran ist, das ist die Energieketten, also die Schleppketteführung aus Alu, die habe ich auch schon drauf gebaut. Ich habe in die Konstruktion mit Absicht die Schleppkette nicht integriert. Ich meine, die hier zu integrieren ist überhaupt kein Problem, aber die zu, wie nennt das, animieren, das ist einfach sehr zeitaufwendig. Daher habe ich es einfach weggelassen. Aber so ist es, also die Schleppkette sitzt hier, das gucken wir uns dann gleich bei der CNC an. Und ist dann hier dann befestigt von hier oben, geht dann, ist dann noch so ein Kabelkanal. Hier ist der Notaus, das habe ich noch nicht reingezeichnet, das kommt alles noch. Ich wollte euch einfach jetzt mal ein Update zeigen, wie weit ich bin. Ja, also so gesehen sind die einzelnen Achsen schon fest. Hier sind die Schrauben auch schon festgezogen, aber ich habe noch nichts ausgerichtet. Ich warte auf die Spindel. Da bin ich drauf gespannt, wie ich überhaupt das Ding ausrichten kann. Also es ist schon ein riesen Trümmer und so einfach ist es schon gar nicht, habe ich festgestellt. Ja, dann gucken wir uns noch an, wo die Schwierigkeiten waren, wo ich meine größten Probleme hatte. Weil ich möchte ja aus dieser Holzfräse später eine Fräse aus Alu bauen. Das heißt, diese Fräse dient dazu, dass ich aus den Fehlern lerne. Und die Aluplatten werde ich kaufen und selbst auf der Fräse fräsen. Ich hoffe, es klappt, das weiß ich noch nicht. Das werden wir gemeinsam in Zukunft dann sehen. Also einer der größten Fehler war, nachdem ich das Ding gebaut habe und gestartet habe, ist das Ding hier in das Festlager reingefahren. Ich habe das einfach in der Konstruktion nicht gesehen, weil ich einfach den Abstand hier nicht gemessen hatte. Ich müsste hier auch was wegnehmen. Wenn man sich das hier anguckt, es hängt jetzt ein bisschen wahrscheinlich, so ist gut. So, jetzt fahre ich mal die Achse hier rüber und jetzt, seht ihr, gibt es hier eine kleine Kollision und das, man kann das natürlich Kollisionserkennung und so einschalten und sich angucken, aber es sind so viele Teile, dass ich es einfach übersehen habe. Das war natürlich total witzig. Beim ersten Mal, dann habe ich halt hier, sitzt der Not aus. Hier habe ich da mal schön drauf gehauen, dass das Ding dann auch stehen geblieben ist. War ja nicht so witzig dann, weil dann sieht man auch, wie viel Kraft so ein Ding hat. Man kann aber die Servos fein einstellen, das heißt, sobald die auf Überlast gehen, auf eine gewisse Kraft, dann schalten die Servos einfach ab. Das ist cool, aber auf die Servos werde ich jetzt so speziell, glaube ich, nicht eingehen, oder das gucke ich mir noch an, weil ich habe diese V600. Die haben dieses Auto-Tuning, ich musste echt fast nichts einstellen, außer ich habe die Werte ein bisschen runtergenommen, das heißt, wenn er jetzt irgendwo eine Kollision hat, dann bleibt er schneller stehen, aber ich habe die Werte auch schon wieder leicht hochgeschraubt, weil wenn man mal ganz schnell hin und her fährt, dann zeigt er auch schon Überlast an,
Daher, also man kann das alles hier einstellen. Man kann sogar durch die einzelnen Pins hier kann man die komplette Steuerung lahmlegen, wenn man das möchte. Aber was hier der Vorteil ist, wenn die gut eingestellt sind und das Ding würde gegen etwas fahren, dann bleiben die Servos einfach stehen. Ich weiß nicht, wie sich das beim Fräsen jetzt auswirkt, aber ich habe mal jetzt von Hand versucht, wirklich extra dagegen zu drücken und die Servos sind gelaufen, die laufen, also die drücken mich weg ohne, ich bin ein Witz, also für die Dinger, die haben echt Power. Und ich habe auch einmal mit 20 Meter pro Minute laufen lassen, also das klingt nicht gut, muss ich sagen. Die Servos haben echt ordentlich Bums, die drehen wirklich durch, das kann ich sagen. Jetzt mittlerweile läuft das, glaube ich, auf Estelcam auf 6 Meter, Moment, gucken wir uns mal an. Hier Einstellungen, genau, es läuft auf, ja, auf 6 Meter pro Minute, läuft das jetzt im Moment. Ich habe auch schon mit 10 Meter gemacht, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, für was ich die 10 Meter brauche. Ich glaube, das ist cool, wenn ich mit dem Stift was zeichne oder so, dann geht es halt schneller. Aber im Fräsen, ich glaube nicht, dass jemand mit 10 Meter fräst. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, mit 10 Meter zu fräsen ist schon... Gewisse Materialien gehen wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dieser Vorschub, den man hat, in der, wo das Werkzeug absetzt und kurz woanders hinfährt, da macht es vielleicht Sinn, bei sehr vielen Teilen holt man vielleicht sehr viel Zeit raus. Also da bin ich mir nicht sicher, ob man unbedingt sehr schnell fahren muss. Da es so eine Hobbyfräse ist, ist es für mich jetzt nicht so relevant, dass das Ding einfach durchrast, sondern ich lasse es mal auf 6 Meter und dann gucke ich mir es in Zukunft an. So, dann, wir schweifen hier schon dauernd vom Thema. Ja, also das war einer der wichtigsten Punkte, das habe ich hier gemacht. Auf der anderen Seite war das genauso, aber das war ganz wenig. Aber wie habe ich das gemacht? Ich habe meine Standbohrmaschine genommen und dann habe ich so eine MDF-Platte wie hier, die habe ich dann von Hand, ehrlich gesagt wirklich von Hand gehalten und einfach weggefräst. Ich weiß nicht, ob das jedem raten soll oder nicht, aber es geht. Also ich habe halt mit der Schraubzwinge etwas an die Seite gespannt, das ist wie wenn man mit der Kreissäge was sägt, als Führung, und habe diese Führung dann immer wieder weiter, ich habe dann eine Bahn genommen, dann habe ich die Führung wieder weiter rüber gespannt, dann wieder eine Bahn. Und es hat echt gut funktioniert. Deshalb habe ich auch Holz gewählt, damit ich die Teile hier zu Hause bearbeiten kann und nicht externe Hilfe brauche. Ja, nachdem das gemacht wurde, habe ich natürlich alles zusammengebaut. Es ist sehr viel Aufwand gewesen, die einzelnen Löcher zu machen. Und was ich euch wirklich sagen kann, ist, wenn ihr die Bohrungen macht, zum Beispiel hier diese 4 Bohrungen, die sind jetzt nicht so tragisch. Man kann sagen, okay, die passen nicht, da ist eine Millimeter Abweichung, dann bohrt man die halt noch Millimeter größer oder 2. Das ist alles kein Problem. Aber einer der größten Probleme waren diese Bohrungen hier von den Schienen. Also da ist, ich glaube, alles über 2 Zehntel, würde ich sagen, ist schon wirklich ein Problem. Ich glaube, ich habe auf eine Schiene fehlt hier eine Schraube. Und auf der einen fehlt auch irgendwo eine Schraube, weil ich einfach nicht genau gebohrt habe von Hand. Daher empfehle ich euch, wenn ihr sowas macht, sehr genau zu arbeiten. Vielleicht, wie sagt man, noch so eine ruhige Minute und schön gechillt, eine Bohrung nach dem anderen. Ich wollte einfach schnell fertig werden, zack, zack, zack. Bei ein oder zwei Bohrungen musste ich halt stark nacharbeiten. Das war halt ein bisschen schade, es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ein bisschen nachzuarbeiten. Ja, wo hatte ich dann noch einen Fehler? Ja, genau, hier kommt dann der nächste Fehler. Hier oben, das sieht man hier jetzt nicht so. Ich habe mich jetzt auf die Kantzeichnung verlassen natürlich, aber eins habe ich vergessen, diese Schienen, die ich bekommen habe, die sind halt anders natürlich zugesägt als erwartet. Das heißt, die Schienen fangen nicht hier an, sondern die... Bei dieser Länge fängt die Bohrung irgendwo hier unten an. Das heißt, diese Bohrungen, die nächste Bohrung sitzt dann natürlich wieder hier ganz oben. Es ist natürlich geil für die Befestigung, aber es war für mich von Nachteil, weil ich habe genau von hier runter gebohrt
und habe auch nicht dran gedacht. Ich habe das zwar gesehen, aber ich habe gemeint, in der Cutlet passt das ja. Anscheinend bohre ich an die Schraube vorbei, aber es war nicht so. Ich bohre direkt in die Schrauben rein. Also ich habe diese zwei Löcher gebohrt. Naja, dann habe ich einfach von Hand nochmal ein bisschen versetzt. Hier eine und hier noch eine. Habe halt hier runter gebohrt. Das sind halt so kleine Fehler, die man halt dann beim Bauen dann sieht und merkt. Und genau das gleiche Problem habe ich hier auch. Das sieht man hier auch, wenn man sich das Teilchen von vorne anguckt. Ups. Sieht man hier, links ist die erste Bohrung und hier rechts stimmt schon gar nicht mehr. Daher sage ich euch, wenn ihr sowas macht, tut kein einziger Bohren, bevor ihr die Linearschienen habt. Weil ich habe hab das zwar gebohrt, nachdem ich die Linearschienen hatte, aber ich habe trotzdem falsch gebohrt. Dafür habe ich mir so ein Brett nochmal besorgen müssen. Und so eine MDF-Platte in 40 mm, das kostet schon ordentlich Geld, kann ich euch sagen. Also günstig sind die Teile nicht. Ja, dann kam hier noch die Frage, hier ist ja eine Nut drin. So sieht man das von der Seitenansicht wahrscheinlich hier. Weil die Kugel-Umlaufspindel hier drin, die Mutter, es ist schwer zu zeigen, ich müsste hier was wegblenden. Ich mache mal auf, jetzt seht ihr hier meinen kompletten Baum. Und wenn ich so jetzt bald fertig bin, dann lade ich die Konstruktion komplett hoch, dann könnt ihr das haben. Dann könnt ihr, wenn ihr irgendwas in die Richtung bauen wollt, könnt ihr euch natürlich hier Ideen rausklauen oder nehmen. Ist alles erlaubt. Genau, hier ist ja die, die Mutter von der Kugelumlaufspindel. Und diese Mutter fährt ja hoch und runter. Und die hat ja sonst, wenn man diese Nut nicht macht, würde sie hier, ich fahre die mal ein bisschen hoch, so. Jetzt haben wir hier mehr Luft, ja. Sonst würde die Mutter hier hängen bleiben. Ich tue mal noch die Elektroteile ausblenden, brauchen wir jetzt gerade alles nicht. Das da bitte auch ausblenden. Ja, ein bisschen ist die Konstruktion träge, weil es halt schon recht groß ist. Genau, das meinte ich. Die Kugelumlaufspindel bleibt dann sonst hier hängen an dem Holzteil. Das heißt, man muss hier diese Nut auch fräsen. Und das ist ja auch so ein, ich glaube, 500 mm Brett, also 50 cm, gucken wir uns mal. Genau, und die muss man ja auch fräsen. Also diese Nut, das ist gar nicht so einfach, die ist 5 mm tief. Das mit einer Standbohrmaschine, es geht, habe ich genauso gemacht. Ich habe eine Leiste an die Seite hier, das habe ich als Führung an die Seite gespannt, habe dann die 500 mm genommen, habe dann einmal hier durchgerattert, dann habe ich das Ding weiter nach außen gespannt, dann nochmal, nochmal, und in der Zeit habe ich halt die Höhe ein bisschen noch eingestellt, weil 5 mm, ob es jetzt 5,1 sind oder 4,9, war jetzt für mich egal. Aber wenn es immer weniger ist, ist kein Problem. Man kann mit gedruckten Teilen das Teil unterfüttern. Also es ist alles kein Problem. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich musste hier auch ein paar Teile ein bisschen fräsen und so. Das habe ich alles zu Hause gemacht. Ja, das war einer der Probleme auch. Und dann kommen wir hier zum nächsten. Ich habe hier einen Endstop gebaut, also so einen induktiven Sensor. Dann habe ich hier eine Aluplatte dagegen geschraubt, nicht hier, das wäre falsch. Gegen diese Zwischenplatte habe ich eine Aluplatte, das heißt, wenn das hier rüberfährt, dann bleibt er stehen. Und bei der Y-Achse habe ich genau das gleiche hier gemacht, das ist noch nicht eingezeichnet, kommt aber noch. Hier ist die eine, ist der eine Endstopp und hier ist auch eine Aluplatte. Ich wusste nicht, wo ich es bei der Z-Achse machen sollte. Ich konnte irgendwann eine Seite machen, hat mir nicht so gefallen. Es sollte einfach nicht stören. Man kann hier vorne, und ich habe mich jetzt wirklich für eine Alternative entschieden. Da muss man jetzt die Spindel hier runterfahren. So. Jetzt halt, am besten blende ich das Teil noch aus. So, jetzt sieht man das sogar sehr, sehr gut und auch geil. So. Genau. Jetzt sitzt der induktive Sensor, sitzt hier hinter der Spindel. Hier ist Platz genug, das passt genau hier rein. Dafür habe ich eine Halterung gedruckt. Und wenn das Ding hochfährt,
Dafür habe ich die Spindelmutter genommen. Dafür muss ich wieder was ausblenden. Am Ende bleibt hier nichts mehr. So, genau. Hier, wenn es hier an diese Spindelmutter hoch drankommt, dann weiß der, dass er seinen höchsten Punkt erreicht hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochfahren, das sehen wir, die Mutter bleibt stehen, die tut das nur antreiben alles. Und wenn sie hochfährt, dann fährt der Sensor auch hoch und kommt dann irgendwann, weil das ja hier Metall ist, kommt das hier an das Gehäuse und weiß dann, ich habe jetzt meinen Z0 erreicht. Oder Z-Max, ist ja egal. Also bei Esselcam ist das so alles so ein bisschen anders. Aber es funktioniert richtig gut, man muss nur verstehen, wie das alles aufgebaut ist. Ja, wie ihr seht, war das halt alles ein bisschen tricky und dann muss man ja hier noch ein Kabel hochführen, der am Ende dann auch natürlich hier irgendwo sich nicht reinklemmt, weil es ist hier halt einfach wenig Platz. Wenn man jetzt mal hier nochmal runterfährt, dann sieht man das noch besser. Na, so. Wie ihr sehen könnt, ist hier halt nur noch wenig Platz und das habe ich dann hier oben dann rausgeführt. Aber an der Konstruktion machen wir jetzt hier nicht mehr großartig weiter. Wie gesagt, ich bin auch schon hier mit dem kompletten Aufbau fertig. Die Fräse steht, läuft und ich würde sagen, wir wechseln jetzt zur Fräse und gucken uns das alles mal jetzt nochmal vor der Fräse an und sehen die ganzen Upgrades, die ich gemacht habe vor Ort, und ich glaube, das ist live am besten zu sehen. Also jetzt ab zur Fräse. Ja, da sind wir jetzt an der Fräsmaschine. Da seht ihr jetzt auch meinen Fortschritt, wie weit ich schon bin. Also ich bin eigentlich so am Endspurt mittlerweile. Die Fräsmaschine ist soweit fertig. Alle drei Achsen sind installiert. X und Z. Es ist alles diese IHS V57, diese China-Servo, der sehr so beliebt ist in den Foren. Ich muss sagen, ich habe echt gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur kurz das Ding mal mir angeguckt und man braucht wohl dann gar nicht viel einzustellen. Ich habe ein bisschen gespielt, natürlich auch mit den Settings, weil manchmal ist es halt immer langweilig, da guckt man ein bisschen rein. Aber ohne großartig was zu ändern, liefen die Dinger. Natürlich habe ich auch noch nicht gefräst. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn das Ding fräst und hat eine Belastung. Wie läuft das dann wirklich? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Aber auf die Servos, da braucht man gar nicht so viel einzugehen. Es gibt echt sehr viele Videos über die Dinger, habe ich gesehen. Es gibt ja auch einen bekannten YouTuber, der macht ja viel CNC hier in Deutschland. Der, ich glaube, End-CNC heißt seinen Channel oder so, ich weiß nicht genau. Er macht echt coole Videos auch über die Servos, erzählt er sehr viel, finde ich gut, ist für mich auch hilfreich. Ich gucke auch die Videos von ihm oder von anderen YouTubern an, damit ich auch Informationen sammle, weil jeder macht das ein bisschen anders und man lernt halt von den anderen. Und ja. So, dann gucken wir uns mal so die Problemstellen an, die ich jetzt hatte beim Aufbau. Also, einer der wichtigsten Punkte war wirklich immer diese Löcher, die Verbindungslöcher von den ganzen, zum Beispiel von der Portalwange, unten der Portalverbinder, unten drunter, dass alles wirklich zusammenpasst. Also, weil wenn man da, man denkt, ach, bohr mal einfach, 2/10, 3/10, ne? Also 2/10 dort, 3/10 hier, 2/10 dort, dann hat man einen Millimeter am Ende. Und wenn man irgendwie 8 oder 9 Löcher hat und hier hat man überall 2/10 irgendwie irgendwo versetzt, dann hat man am Ende verloren, keine Chance. Daher fehlt hier bei der einen, glaube ich, fehlen 1 oder 2 Schrauben. Eine fehlt, das sehe ich hier. Ich glaube, hier fehlt noch eine, die gehen einfach nicht rein. Die habe ich einfach jetzt weggelassen, weil ich konnte jetzt nicht nochmal Holz, also die Löcher nochmal mit, wie nennt es, mit Leim und Späne zumachen und dann nochmal warten. Ich wollte auch nicht mal noch mal so ein Brett kaufen, also ich habe es einfach jetzt gelassen und ich glaube, es wird auch so funktionieren. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Nur bei der Alufräse später, die ich bauen werde, werde ich die Löcher und so hier natürlich auf der Fräsmaschine machen. Und ich hoffe, dass das Ding so genau fertigen kann, dass die Löcher dann auch natürlich astrein zusammenpassen. Dafür muss natürlich die Maschine noch ausgerichtet werden.
das ist ja nochmal so ein super duper Ding. Dafür kann man halt diese Verbindungsschrauben um die Fräse auszurichten, da kann man ein bisschen Toleranz machen. Man kann die Löcher etwas größer bohren, jeweils 2-3 Zehntel nochmal, dann kann man, keine Ahnung, dann kann man hier den X-Träger hinten, den kann man dann hoch, also schwenken. Das sieht natürlich jetzt so brutal aus, aber wenn es hier 2-3 Zehntel sind, dann hat man wahrscheinlich schon das hier ausgerichtet. Das ist wahrscheinlich nicht so viel. Und das ist hier alles wirklich mit dem Standardbohrmaschine gebohrt, mit Stift angezeichnet, mit so einem, keine Ahnung, nennt man das so einen Schreinerwinkel oder so. Also das nutzen halt viele Leute, die viel mit Holz machen. Mit sowas habe ich die ganzen Löcher angezeichnet, die meisten zumindest. Und mir ist am Ende sogar aufgefallen, dass einige Bretter, die ich hier habe zum Beispiel, das ist jetzt blöd, aber wenn man das hier jetzt auf Winkligkeit hier prüft, ne, so, hier ist jetzt natürlich der Sensor, das hat man gesehen, nicht einmal die sind 100% im Winkel, also 2 Schenkel sind im Winkel, aber der hier ist dann schon nicht mehr im Winkel, weil es wurde wahrscheinlich so gesägt, die waren okay, und dann wurde das Brett umgedreht, dann hat das wieder eine leichte Abweichung, das heißt, es gibt auch eine Riesenabweichung bei den Holzdingern, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es ist jetzt hier alles perfekt, sondern ich musste hier halt mit vielen Toleranzen kämpfen und das Ding halt auch auf die Beine stellen. Einer der wichtigsten Punkte ist hier, das ist ja die Z-Platte, also die Spindelplatte, und dann gibt es ja in der Mitte die Zwischenplatte, Kreuzplatte nennen das einige. Diese Kreuzplatte ist sehr schwer gewesen zum Zusammenbauen. Ich wollte einfach platzsparend bauen, ja, also ich habe jetzt hier, die Dinger sind halt 40 mm, man hat 80 so schon, aber wenn man sich das so anguckt, man hat genau 160 mm im Ganzen. Und ich weiß nicht, ob man das noch viel enger zusammenbauen kann, weil das ist ja alles Verfahrweg, den man ja hier verliert. Ich wollte eigentlich, also wenn man mit der Spindel ja weiter hier zurückgehen kann, sagen wir mal so, wenn die Spindel hier drauf klebt, kann man ja auch länger fräsen, also, weil ich kann ja diese Fläche hier hinten nicht nutzen bei mir, das sind irgendwie, das ist hier diese Portalwangenbreite, das sind 20 mm, die fehlen einfach. Also ich habe hier 1 Meter irgendwas in der Länge und kann aber nur 80 cm fräsen, weil das geht einfach verloren. Manche machen dann so eine Schräge, ne, habe ich gesehen, die Portalwange, und dadurch können sie dann hier fräsen. Aber der Witz ist, dann kannst du hier vorne halt nicht fräsen, weil du ja damit hier hinkommst und irgendwann bleibst du an deinen Linearschienen stehen und du kannst ja nicht einfach weiter rausfahren, weil dein Spindel ist ja weiter hinten. Also ob man da jetzt was gewinnt oder nicht, das weiß ich nicht. Daher, ich werde auch wahrscheinlich, wenn ich die auf Alu mache, auch so bauen, einfach nach oben, vielleicht nur ein bisschen schöner verformen, weil man ja eine Fräse hat, kann man ja ein bisschen an der Form spielen, das sieht dann auch am Ende natürlich vielleicht schöner aus. Ja, und hier gab es halt ein Riesenproblem, diese Wagen, diese Führungswagen halt zu verbinden. Die 2 oben, die sind recht easy, aber die hier unten zum Beispiel, die kann man nur durch diesen X-Verbinder hinten festziehen. Dafür müsste ich Löcher bohren, damit ich die festziehen kann. Genau, das heißt, wenn man aber jetzt hier an diesen Wagen nochmal was verstellen möchte, es geht nicht mehr. Das heißt, man kann diese Achse hier nicht mehr verstellen. Weil, um das hier zu verstellen, müsste ich das zuerst zerlegen, damit ich an die Schrauben hier überhaupt dran komme. Das ist halt so ein bisschen so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Fräsen ist. Bei mir hat es sich so ergeben, vielleicht habe ich da auch viel zu wenig Wissen, das weiß ich nicht. Ich habe halt nach ein paar anderen geguckt, die es gemacht haben. Ein Freund von mir hat halt noch eine Fräse, eine kleinere, viel kleinere, aber die hat er auch selbst gebaut, komplett aus Alu. Der kann wirklich sehr coole Sachen fräsen. Genau, und von dem habe ich ein bisschen was abgeguckt und von den anderen YouTubern und alles andere, was so auf dem Markt ist. Genau, das war halt es ist halt so eine Problemstelle auf jeden Fall gewesen. Da müsst ihr darauf achten, falls ihr mal sowas selber zusammenbaut. Ja, hier unten ist dann diese U-Profil von Alu. Das finde ich halt, das sieht halt richtig edel aus, so mit Holz, bisschen Metall, ne? Das sieht schon echt geil aus. Dann hier die Energiekette. Hier gehen dann die ganzen Leitungen nach oben. Unten ist der Schaltkasten, den gucken wir uns dann im nächsten Video wahrscheinlich an. Da werde ich euch ein paar Sachen zeigen. Ja.
Ich habe jetzt vorhin noch etwas getestet an der Fräse. Ich werde jetzt nochmal diese Zepto CNC Teil 4 nochmal hier machen. Aber vorhin ist der kurz ausgefallen. Ich wollte was probieren. Vielleicht kann da jemand ja was dazu schreiben. Wie gesagt, ich bin auch ein Anfänger, Blutiger. Und ich habe mit Aspencamp vorher schon, was heißt vorher, wo ich es getestet habe, habe ich schon mit 20 Meter pro Minute schon probiert. Es ging sogar 25, gingen auch. Und jetzt habe ich vorhin auch nochmal mit 15 probiert, es geht einfach nicht. Es macht gar nichts. Alles über 10 Meter geht einfach nicht. Vielleicht habe ich irgendwas aktiviert, was ich nicht weiß. Ich wollte es euch nur zeigen, dass man auch mit 20 und 25 Meter auch fahren kann und das Ding rattert. Also fährt richtig volle Bulle vor und zurück. Nur ich habe jetzt vorhin probiert, es ging nicht. Vielleicht kann ja, hat ja jemand irgendwas dazu, vielleicht muss ich irgendwas einstellen, weiß ich nicht. Ja, ich würde jetzt, daher müsste ich jetzt nochmal diesen Nullpunkt und so einstellen, aber wir starten mal das Ding und gucken uns das an, ob das passt. Ansonsten muss ich die Zentrifuge nochmal manuell anpassen, weil die sieht nicht einmal so schlecht aus. Also es läuft jetzt mit 5 Meter pro Minute, so habe ich es jetzt eingestellt. Das, was jetzt schön ist an der CNC-Fräse hier, das ist wirklich die Lautstärke. Also ich meine, da ist jetzt keine Spindel, das ist klar. Die Spindel macht ja nochmal irgendwie, keine Ahnung, 60 Dezibel oder so. Aber wenn es fräst, in das Material eintaucht, dann ist es ja so laut, das ist ja klar. Das nimmt ja was ab. Dann kommt ja noch der Staubsauger, aber der Staubsauger wird im Nebenraum sein bei mir wahrscheinlich. Ich habe auch extra einen geholt, der nicht so laut ist. Ja, und das ist wirklich so die Gesamtlautstärke von dem. Und was noch richtig cool war, in den Schaltkasten, ja, da sind schon ein paar Lüfter drin, Netzteile und so, dann der Frequenzumrichter, die habe ich alle zusammengebaut. Eingeschaltet, da habe ich gemeint, was ist das, ja, es waren, keine Ahnung, 80, 90 Dezibel. Ich habe gemeint, ich kann hier in dem Raum gar nicht sitzen, allein, und die Fräse ist nicht gelaufen, die ist einfach gestanden. Dann, das geht nicht, dann habe ich alle Lüfter rausgeworfen. Da ich sehr viel für PC gemoddet habe und von den 3D-Druckern habe ich auch schon sehr viel gemacht. Da habe ich einfach andere Lüfter genommen. Ich muss halt nur noch jetzt gucken, wegen der Temperatur überwachen, ob das alles passt in Zukunft. Wenn nicht, dann muss man das halt ändern. Aber so kann man halt damit arbeiten. Und wenn ich euch auch was erkläre oder was zeige, ist es angenehm. Es ist jetzt nicht störend. Man versteht mich, glaube ich, ganz normal. Und man kann auch mal pausieren und da muss man nicht alles runterfahren. Man kann kurz Pause drücken und was erklären. Ja, und hier sieht man auch, der hat das wirklich sehr gut gemacht, ohne Probleme. Nur beim I sieht das ein bisschen anders aus, aber vielleicht liegt es auch irgendwie an der Zeichnung, weiß ich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, es funktioniert sehr gut. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist so ein Werkzeuglingenmesser oder so ein Z-Finder, nennen das viele. Sowas muss ich noch kaufen. Es gibt halt welche, die kosten so um die 100 Euro, sogar ein bisschen mehr. Da wäre es cool, wenn mir jemand da auch was empfiehlt. Da gucke ich noch, muss es unbedingt so ein tolles Teil sein oder langt ein 30 Euro Teil. Ich habe auch gesehen, bei Aspencamp machen es viele mit so einer Aluplatte, die wird dann hier draufgelegt, damit so eine Masse dann an die Steuerung verkabelt. Dann hat die Fräse Kontakt und so macht man die Z-Höhe. Eventuell mache ich sowas, muss ich mal gucken. Aber bin noch am Überlegen. Das habe ich auch selbst noch nicht geordert. Wie gesagt, jetzt kommt dann demnächst die Wasserkühlung. Die wird dann wahrscheinlich hier vorne irgendwo platziert. Also die wird autark von der Fräse, dann ist klar, irgendwo auf dem Tisch. Und dann geht das hier dann hoch in die Spindel rein. Es ist ja schon einiges Weg an Schlauch, ne, wo es durchgehen muss. Und man muss halt denken, also ich würde auch keinen empfehlen, sowas in den Schaltzahn reinzubauen. Weil da halt auch 220 Volt ist und dann haut es mal irgendwas raus oder undicht und dann geht es in die Luft, ja. Also würde ich nicht empfehlen. Auch bei PCs macht man das ja oft, aber bei PC, da laufen halt irgendwie 12 Volt in dem Ding oder 24, ja, und das Netzteil, ich meine, da meckert auch keiner, aber wie gesagt, also Wasserkühlung und so Schaltung, das ist halt, ich würde die separat machen. Ich würde am liebsten noch eine zweite Energiekette legen und die dann komplett getrennt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich das auch über den Staubsaugerschlauch laufen, weil hier oben kommt ja nochmal der Sauger und der Schlauch wird ja irgendwie hier oben dann geführt. Vielleicht lasse ich den direkt darüber laufen, dass er gar keinen Kontakt hier mit den Dingern hat. Nicht, dass er irgendwo hier, ich meine, hier ist maximal 48 Volt,
bis auf eine Leitung, die zum Notaus kommt. Das ist über so eine Relais geschalten. Wenn ich hier drauf gehe, dann bleibt die komplette Fräse stehen. Alles schaltet sich aus. Und wenn ich den, das ist jetzt im Moment mein Ein- und Ausschalter auch. Ich weiß nicht, ob ich noch einen anderen brauche. Also es funktioniert, es taugt, es ist top. Dann hier nochmal diese induktiven Sensoren hier. Hier ist eine Aluplatte für die X-Achse, das heißt, wenn es hier rüberfährt, zack, hat er seine Referenz. Hier ist es bei der Y-Achse. Ist auch nice. Also ich muss sagen, ich hab viele Sachen so, ja, habe ich aus China geholt. Das muss halt jeder selbst für sich wissen, aber so ein Ding kostet halt in China 1 Euro oder so. Ich habe mir halt gleich 20 Stück bestellt, weil ich auch immer wieder für 3D-Drucker und für andere Sachen irgendwas baue. Da habe ich einfach 20 gekauft. Falls es noch jemand so interessiert, was die Fräse im Moment so gekostet hat, inklusive der Spindel, bin ich so bei 4.500 Euro. Ungefähr. Die Holzplatten zählen nicht dazu, die habe ich von einem Freund geschenkt bekommen. Er hatte ein bisschen was über, da kann ich mich nur recht bedanken. Danke, Kai. Aber zum Beispiel die Opferplatte habe ich gekauft und die MDF-Platte unten drunter, um alles zu verbinden, habe ich auch selbst gekauft. Dann den Tisch und so. Also bei diesen 4.500, ne, muss man auch sagen, ist der ganze Tisch drin, die ganze Steuerung von der Fräse. Und die ist ja auch extravagant. Also wir haben hier Servomotoren, was die normale Fräsen nicht haben. Dann hat man hier eine Steuerung, die man selbst aufgebaut hat. Ich habe jetzt natürlich kein Edding CNC oder Mach 3 oder diese anderen Steuerungen. Wie heißt das? Royal CNC, wo das Ding schon Tausender kostet oder so. Sowas habe ich nicht. Aber man muss denken, ich hab mir einen Kompressor gekauft. Ich habe eine 3 kW Spindel gekauft. Wie gesagt, der Tisch, Staubsauger ist drin. Und die ganzen Werkzeuge zum Bauen von der Fräse sind auch in dem Preis inbegriffen, in diesen 4.500. Ich habe locker Werkzeug für 600-700 Euro gekauft, um das Ding bauen zu können. Und natürlich noch die Schrauben und so, Bipabon. Ich habe einfach mehr gekauft. Das heißt, wenn ich jetzt Schrauben gekauft habe, ich brauche 5, ich habe immer 100er Pack genommen. Ich habe selten was unter 100 genommen. Es gab ein paar Schrauben, wo ich nur ganz wenig brauche, habe ich 20 oder 30 Stück genommen. Alles andere, 100er, 200er Pack, kostet nicht so viel. Allein die Schrauben kosten, glaube ich, insgesamt 300, 350 Euro für das Ding hier. Ja, dann kommen ja noch die Profile unten drunter zusammen, mit dem Tisch zusammen. Das kostet auch nochmal so 250 Euro. Nur damit ihr so ein Gefühl habt. Für die Lineartechnik habe ich ein bisschen mehr als 1.000 Euro bezahlt. Ist von Kamp und Kötter, kann ich empfehlen. Sie sind super nett, sauschnell, die Preise sind angemessen. Aber es ist halt auch China-Zeug, ne? Also ihr könnt nach diesen Dingern googeln und auch dort bestellen. Gibt es auch. Aber hier, was halt hier der Vorteil ist, diese Dinger, du hast einen Support dafür, wenn du irgendwas brauchst, kannst du anrufen, das ist aus Deutschland. Und ich finde, es ist einer der wichtigsten Teile an der Maschine, ja, diese Lineareinheiten. Dafür wollte ich Sachen aus Deutschland kaufen, wo ich auch gewissen Service habe, wenn ich mal was brauche. Etwas geht kaputt oder so. Ja. Dann habe ich hier hinten, habe ich mich für die Schleppkette so entschieden. Das haben viele so gemacht, habe ich gesehen auch. Die nutzen eine für X und Z. Man kann auch zwei nutzen. Ich fand es jetzt ein bisschen umständlich. Mit zwei sieht das schöner aus, aber dafür sind die Kabel dann länger am Ende. Muss man auch dazu sagen. Und so ist es einfacher. Ich habe aber drei solche Schleppketten gekauft. Auch aus China. Einfach nur genial. Also ich muss sagen, die Qualität ist top. Das ist, also ich habe auch schon Igus und so alles mögliche gekauft, aber das ist auf demselben Niveau, ja, wenn nicht sogar besser. Also einfach nur top, kann ich auch empfehlen. Ja, ich habe halt auch einige Teile gedruckt, wie diese Adapterplatte zwischen dem Steppermotor, also zwischen dem Servomotor und Spindel und Kupplung, und hier oben die Verlängerung für die Schleppkette, hier unten Schleppkette, die Halterungen für die Sensoren habe ich gedruckt, und die werde ich wahrscheinlich auch, wenn es aus Alu ist, später auch drucken. Warum sollen die jetzt aus Alu gefräst werden? Das bisschen Farbe schadet der Fräse nicht. Ja, einige Teile habe ich gedruckt, weil ich denke, manche Sachen kann man einfach drucken, die muss man nicht unbedingt fräsen, und die haben hier auch keinen Zweck. Also die halten das nur. Außer, ja,
Also wie gesagt, ist nichts Besonderes. Wir können nochmal gemeinsam die Achsen verfahren. Wie gesagt, vielleicht weiß das jemand hier, ich verfahre mal die Achsen. Dann seht ihr auch mal die Gesamthöhe von der Maschine, wenn es komplett oben ist. Ups, mal die falsche Achse, da fahren wir nochmal zurück. Also die Maschine fährt jetzt auf 6 Meter pro Minute. Jetzt, also der Zustand, ist jetzt so eingestellt und ich würde jetzt mal gucken, weil der Tisch hat, glaube ich, messen wir mal, 74,5, okay, und dann gucken wir uns ungefähr noch das an, das sind 1,25, 1,16, 1,25, ja, wir sind so bei 2 Meter, ja. Wir haben wirklich 2 Meter Höhe, das ist unglaublich. Also das Ding ist so, wenn er komplett ausgefahren ist, ist er bei 2 Meter Höhe. Es ist schon heftig. Ich habe halt auch die Servomotoren hier so gebaut, wenn man die zum Beispiel ums Eck legt und mit dem Riemen antreibt, dann spart man sich diesen Stück hier noch ein bisschen. Auf der Achse ist es nicht so gravierend. Ich finde es, auf der Y-Achse ist es viel, weil hier guckt einfach nur der Motor hinten raus. Hier ist sonst gar nichts. Ja? Also man verliert hier einfach mal, auf der Y-Achse sind das 16 mm, die man einfach am Platz verliert. Ist jetzt so, so habe ich es gemacht, aber viele machen das ja mit dem Riemen. Finde ich auch gut. Vielleicht wird es bei der nächsten bei mir auch so sein. Und bei der Z-Spinte machen die es ja auch so, dass die den Servomotor dann irgendwie hier hinten hinspannen oder so. Ich habe jetzt hier Platz in der Wohnung, das ist kein Problem, daher werde ich das auch so lassen. Da werde ich auch nichts verändern. Unsere Schrift hat wirklich gut geklappt. Ich bin sehr happy, dass ich jetzt ohne große Erfahrung das Ding hier bedienen konnte und schon meinen ersten Test machen konnte. Und das ist schon echt genial. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ich mache mal nochmal auf 10 Meter. Also bei 10 Meter funktioniert alles. Nur bei 12, 15, 18, 20 probiert vorhin, ging nicht. Ich weiß auch nicht warum. Wir machen nochmal auf 10 Meter, dann seht ihr mal, weil da sind die Geräusche ein bisschen anders. Das erhöht sich dann sehr schnell. Aber es heißt jetzt nicht, dass es schlechter ist oder so. Ich verändere mal schnell die Werte. Dann fährt das Ding 10 Meter. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, für was man 10 Meter braucht beim Fräsen. Also ob man es wirklich braucht. Weil 10 Meter, es ist schon eine Nummer, ne? Also ist jetzt nicht ohne. Jetzt fahren wir mal das Ding nach vorne bei 10 Meter, dann seht ihr, wie laut das Ding, also was heißt laut, es ist schon, ist halt Holz und Resonanz und so. So, die Resonanz. Das ist jetzt nach vorne. Jetzt fahren wir mal zu. Ne, und hier. Und dann machen wir mal mit der Z. Und ab. Es ist schon geil, wenn sich so ein Block hier bewegt. Und das sind jetzt 10 Meter pro Minute. Und ich habe schon mit 25 getestet, einfach nur just for fun. Also ich muss sagen, das ist dann heftig, weil 25 Meter ist es halt heftig. Da macht es klack und dann ist das Ding hier vorne, ist schon anders. Wie gesagt, wenn mir da jemand helfen kann oder irgendwas weiß, ich meine, irgendwie komme ich schon drauf, aber wenn da jemand was kommentiert, da kann ich mich noch bedanken. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch am Ende. Ich habe das Teil hier schon so 3-4 Mal versucht. Ja, auf Papier. Ich muss noch mal gucken, wie maßhaltig das alles ist, aber spätestens, wenn wir Teile gefräst haben, werden wir wahrscheinlich erst sehen, wie genau das Ding arbeitet, wo liegt das und was muss ich noch einstellen. Aber ich bin schon mal recht happy, dass das Ding funktioniert und das Ding hat auch noch keinen Namen, muss man noch einen Namen ausdenken. Vielleicht nenne ich den einfach nur Zepto CNC, weiß ich noch nicht, aber es ist geil, so ein Teil zu Hause zu haben. Weil in Zukunft werde ich damit auch viele Teile für den 3D-Drucker fräsen und das werde ich auch mit euch teilen.
Also Leute, ich bin hier mit dem Video fertig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.